Josef Filzmeiers Die Geschichte vom Brandner Kasper mit Michael Bulli Herbig als Tod. Was willst du von mir? Ich hab dich dran wollen, jetzt komm ich. Und Franz Xaver Krötz als Brandner Kasper. Du humorvoll und in typisch bayerischer Mundart, so erzählt Filzmeier die traditionsbehaftete Geschichte vom Brandner Kasper, der den Tod beim Kartenspielen bescheißt und sich so den Traum vom ewigen Leben erfüllt. Leben ohne Sterben! Ja! Ich wollte einen schrägen, nicht angepassten alten Bayern spielen, der sein Leben lang auf krummen Touren sich durchschlängelt, eigentlich innerlich anständig bleibt und am Ende sogar dem Tod in die Augen schaut. Weißt nicht, wer ich bin. Du bist der Bandelkramer. Ja, so heißt man mich in Bayern. Der Knochensammler. Lustig, gell? Du bist der Tod. Ja, kann man nichts sagen. Kurz, verständlich, einprägsam. Mag aber nicht. Schau, dass du rauskommst. Raus, sag ich. Sonst tschüssi! Ja, was bist du jetzt so aggressiv? He? Meine Rolle in diesem Film ist absolut tödlich. Ja, ich bin sozusagen Kramer. Bondel-Kramer mit der Lizenz zum Töten. Gedreht wurde die Geschichte vom Brandner Kasper in 38 Tagen in München, Tirol sowie auf den Lienzer Dolomiten in knapp 2500 Metern Höhe. Der Himmel der Bayern entstand auf ca. 4000 Quadratmeter Fläche in einer ehemaligen Aluminiumgießerei im Münchner Stadtteil Perlach. Unter der Regie von Josef Filzmeier wurden dort eine Woche lang die Schlüsselszenen im bayerischen Paradies gedreht. Mit viel Liebe zum Detail, versteht sich. Das galt auch für die Maske des Borndl-Kramer. Eine echte Herausforderung für den Hauptdarsteller Bulli, oder? Mediküli, Pediküli. Also die Maske war schon extrem aufwendig. Aber ich habe überhaupt kein Problem damit. Also ich finde das großartig, da am Set zu stehen und von niemandem erkannt zu werden. Und das war wirklich so. Es gab mal einen Tag, da stand ich am Set. Und es kam Besuch ans Set. Und ich stehe so da und die Leute begrüßen den Regisseur Josef Filzmeier und gehen so an mir vorbei, schauen mich so an und sagen, grüß Gott, und gehen weiter. Ja? Haben mich nicht erkannt. Ja? Das fand ich super. Der Brandner Kasper, ist der schon herum? Gut. Brandner. Ja, freilich. Ich habe ihn ja persönlich hergebracht, vor bald einem Jahr schon. Können Sie das beweisen? Herr von Zitten, Beweise. So was gibt's bei uns herum nicht. Da gibt's nur Liebe und Vertrauen, gell? Ja. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Unser Bornogrammer hat immer gewissenhaft gearbeitet, schon seit über 1000 Jahren. Einmal ist immer das erste Mal. Führt gerne, Herr von Zitten. Lass mich ungern sterben bei der Weißwurst. Schleichti, hast ja weiter nichts verloren. Weil ein Paradies ist immer dann, wenn einer da ist, der wo aufpasst, dass kein Depp reinkommt. Ja. Der Humor kommt also nicht zu kurz bei der Neuverfilmung der bekannten bayerischen Romanvorlage. Regisseur Josef Filzmeier über die Filmgeschichte hinter der Geschichte von Brandner Kasper. Ja, die Geschichte von Brandner Kasper, die wurde das erste Mal verfilmt von der Bavaria Filmkunst 1949 mit Paul Hörbe und Karl Wehry. Und dann wurde sie nochmal verfilmt, aber eine Theaterinszenierung von Kurt Wilhelm. Das war, glaube ich, 1975. Und jetzt habe ich gesagt, nach 1949 ist wieder an der Zeit, so ein tolles Stück, das meistgespielteste Theaterstück Deutschlands, nochmal neu zu verfilmen. Neu in dieser Version das Gefährt des Borndl-Kramer. Anstatt mit Pferd und Kutsche, dampfgetrieben und modern, auf direktem Weg ins Paradies. Weißt du, Brandner? Auf dem Weg soll es in den Himmel gehen. Wo spinnst du? Ja, die schaue ich alle. Fahrt zu. Doch das dampfgetriebene Gefährt war keine Erfindung des Regisseurs. Als das losging, habe ich zu ihm gesagt, weißt du, ich finde das mit der Kutsche ganz nett so, aber kann der nicht ein bisschen mit der Zeit gehen? Ja? Und ich habe sozusagen zum Herrn Filzmeier gesagt, sag mal, wollen wir dem nicht irgendein Gefährt geben? Irgendwas, was der vielleicht selber zusammengeschraubt hat oder was so qualmt und was so, wo er auch nirgendwo mit reinfahren darf und man sich auch nicht wundert, klar kommt der mit dieser Dreckschleuder da nicht ins Paradies.
keine Ahnung, was der für einen Brennstoff benutzt, irgendwas aus dem Fegefeuer wahrscheinlich. Und der Herr Filzmeier fand das super, die Idee, und hat dann gleich da so ein Gefährt in Auftrag gegeben und hat es mir dann irgendwann präsentiert, und ich fand das super, weil es fuhr tatsächlich. Also man konnte mit dem Teil tatsächlich fahren. Ich bin wirklich durch die Dolomiten mit diesem Gerät gefahren. Das hatte kein Lenkrad, sondern nur so Hebel zum Lenken. Und das, ich habe schon gesagt, ich kaufe es ihm ab. Ja, das Fahrzeug, das war eine Idee von ihm. Und zwar, der Tod fährt der Eisen mit dem Leiterwagen, mit dem Pferd rum und mit der Sense. Und dann haben wir gesagt, das muss ein bisschen moderner werden. Dann haben wir so ein Gefährt gebaut. Und dieses Gefährt steht jetzt in der Kreissparkasse am Sendlinger Torplatz als Ausstellungsstück. Neben dem Paradies und dem Traum vom ewigen Leben darf aber auch die Liebe nicht zu kurz kommen. Nannerl, die Tochter des Brandner Kasper, gespielt von Lisa Maria Potthoff, muss sich zwischen zwei Verehrern entscheiden und landet schließlich selbst im Himmel der Bayern. Nannerl. Wieso hab ich ihn schon jetzt seit hierher kommen müssen? Dürfen meinst, das sagt dir der Partner, der wo die Seelen aufnimmt. Ist das der heilige Petrus? Der heilige Petrus in Ewigkeit und aller Orten. Ja, wo ist er nachher, der Partner? Petrus? Ad sausitius albos. Wo, bitteschön? Bei den Weißwürst. Sie ist irgendwie, ich krieg Sonntag den Anruf, ob ich's jetzt bin, ob ich das Nannerl spielen darf oder nicht. Und am Sonntag klingelt das Telefon nicht. Und am Montag um 9 Uhr früh klingelt mein Handy mit einer Münchner Nummer. Und ich bin ja eben in München groß geworden, dann sehe ich Hallaching. Dann denke ich mir, okay, die Produktionsfirma ist in Hallaching, es wird einer von denen sein. Jetzt höre ich, ob ja oder nein. Und dann gehe ich ans Telefon, ja, Filzmeier hier. Denke ich mir, oh, Filzmeier persönlich ruft mich an, jetzt bin ich ja gespannt. Ja, ist da die Marie-Louise? Ich denke mir, oh Gott, sage ich jetzt was oder nicht? Ja, also nicht die Marie-Louise, die Lisa Maria. Also ich heiße ja nicht Marie-Louise, und ich war dann ganz nervös, weil ich mir dachte, oh Gott, wen will er eigentlich anrufen? Sagt er, ja, ach so, ja, Lisa Maria, du, wollen wir es machen? Dann sage ich, ja, ja super, dann machen wir es. Das war mein Ja für diesen Film, und es war eigentlich sehr schön, also sehr lustig, dass er in dem Moment auch gar nicht wusste, wie ich heiße, und einfach angerufen hat. Und es war sehr, sehr, also für mich eine sehr lustige Erinnerung. Sichtlich Spaß machte den drei Hauptdarstellern auch der Fotocall auf der Pressekonferenz im Münchner Max-Kino. Ein Vorgeschmack auf den Film, vorausgesetzt, man kommt aus Bayern und ist der bayerischen Sprache mächtig. Da stellt sich dann so manchem doch die Frage, ob man den Film nicht in Hochdeutsch hätte produzieren sollen, um so ein breiteres Publikum zu erreichen. Oder? Nein, man kann einen Brandner Kasper, den kann man nicht, den muss man im Bayerisch machen. Also es geht gar nicht, weil sonst würde man, da würde jeder schimpfen. Gut, es werden ein paar sein, die auch noch schimpfen, die vielleicht sagen, nicht die Bayern jetzt einmal, aber die sagen, ja, da versteht man so nichts. Hey, teil dich um, sei gescheit, guck, auf geht's. Liegt da gerade einer drin? Ja, ja, das ist frei. Ja, auf geht's, Kasper. Jetzt darfst du ins Paradies schauen. Falsche Hand, jetzt wär's beide am Himmel vor die Preise geblieben. Die Geschichte vom Brandner Kasper, der bayerische Kinospaß für Jung und Alt.